Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit unserer Marken-Neuanmeldung der Woche. Und die lautet heute Momployés. Momployés, also das ist kein französisches Wort für Montpellier oder sonst, sondern Momployés. Und wenn man mal genau hinhört, dann steckt da das Wort Mom, Mam, Mama, Mutter drin und Employees, also Angestellte. Und das ist eine Zusammenfügung, ein Kunstwort, Momployés, angemeldet als Wortmarke. Und da habe ich mir gleich die Frage gestellt, auf der einen Seite, ja, interessante Wortschöpfung, auf der anderen Seite, ist das hier eine Arbeitsplattform oder eine Arbeitsvermittlungsplattform für Mamis als Muttis als Angestellte oder was darf man sich denn dahinter denken oder vermuten? Und dann habe ich mir die Markenanmeldung angeschaut, wie ich das immer mache, um zu gucken, ob wir mit den Waren- und Dienstleistungsklassen weiterkommen. Und die Marke ist eingetragen für Klasse 42. Das sind wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen. Und die Klasse 44, Gesundheitspflege für den Menschen. Okay, habe ich mir gedacht, da muss ich doch mal weiter gucken. Das erschließt sich noch nicht so ganz. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Und schaut mal unter www.momployes.de. Dort lesen wir. Momployes ist ein Präventionsangebot für berufstätige Mütter mit Theorie- und evidenzbasierten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Stressprävention, das fortlaufend wissenschaftlich begleitet wird. Wir möchten berufstätige Mütter dabei unterstützen, den alltäglichen Balanceakt zwischen Beruf und Familie gelassener zu bewältigen und auf ihre mentale und körperliche Gesundheit zu achten. Wir setzen uns als Gesundheitspsychologinnen seit vielen Jahren wissenschaftlich mit der Förderung von Gesundheit und Prävention von Stress auseinander. Zudem sind wir selbstberuftätige Mütter und wissen aus eigener Erfahrung, welche Form der Unterstützung in die turbulente Rush-Hour des Lebens einer Mutter passt und so mehr zu Wohlbefinden beitragen kann. Interessanter Ansatz auf alle Fälle für unsere schwer beschäftigten Mütter, die einen guten Job machen, in der Familie, aber natürlich auch im Beruf. Und da kann man mal auf die Plattform gucken, ob da was dabei ist. Fazit an dieser Stelle. Eine durchaus stimmige Markenanmeldung mit interessantem Dienstleistungsangebot. Ich wünsche der Markenanmelderin viel Erfolg beim Markenaufbau und der Markenführung. Ja, spannend heute mal wieder, was sich Menschen alles einfallen lassen, um eine fantasievolle Marke eintragen zu lassen oder ihr Dienstleistungsangebot mit einem einzigartigen Wort zu hinterlegen. Wenn ihr auch sowas habt, wenn euch sowas einfällt und ich sollte mal darüber berichten, dann sagt doch einfach mal Bescheid. Für eine gute Markenanmeldung nehme ich mir immer Zeit und berichte darüber. So ist es. Dann war's das für heute zum Montag mit unserer Marken-Neuanmeldung der Woche. Lasst mir schnell noch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt's regelmäßig, die gibt's täglich. Und dann hören und sehen wir uns natürlich morgen wieder mit meinen neuesten Videos. Bis dann, Servus!